Immerhin hilft das dabei, den wahren Jedi zu machen. Bei der Gelegenheit, was kommt denn da raus, wenn wir die anderen hier noch drücken? Steinchen. Die kann ich gerade gebrauchen. Sehr gut. Weil, wie ich schon mal sagte, waren Jedis kann man direkt mitnehmen. Ach schade, ich kann es nicht zerlegen. Und hier ist mir eindeutig zu viel nicht aus Lego gebaut. Tuk. Wenn du mich tötest, erfüllt von Hass, werde ich immer bei dir sein. Genau wie dein Vater. Nicht jetzt. Geh weg, los. Komm später wieder. Danke. Nein. Wir sehen uns, Kleiner. No. Ich habe es gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Wie wollen wir darauf eine Rebellion aufbauen? Wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Sogar ein Dreiviertel Siebkel X-Wing. Episode abgeschlossen. Die letzten Jedi. Und wir haben die wahren Jedi fast nicht erreicht. Schade. Und wir haben jetzt fast 2,5 Stunden mit dieser Episode verbracht. Das ist schon einiges. Also das Spiel legt wohl hauptsächlich den Hauptaugenmerk auf die letzten 3 Episoden. Würde ich jetzt mal behaupten. Na gut, die waren jetzt auch noch nirgendwo mit dabei. Jetzt machen wir mal weiter mit der nächsten.
Ja, wir kommen auf Exegol. Endlich, mein Junge. Ich bin jede Stimme gewesen, die du je gehört hast. In deinem Kopf. Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche für unnatürlich halten. Was könntet ihr mir geben? Alles. Ein neues Imperium. Ein neues Imperium. Finde das Mädchen. Vernichte die Jedi und werde zu dem, was dein Großvater Vader nicht erreicht hat. T-5. Julio, wie schön dich zu sehen. Du hast was für uns? Einen neuen Verbündeten. Einen Spion bei der Ersten Ordnung. Übertrage die Nachricht. Bringe sie zu Leia. Wir werden gleich gegrillt. Oh, wir haben's. Wenn ich uns hier rausbringen soll, müssen diese Teiljäger aus dem Weg. Und ich brauche mehr Geld. Steinchen. Wow, einer weniger. Wie viele sind's noch? Zu viele. Ups. Da bin ich wohl ein bisschen zu nah gewesen. Bin doch dabei. Ben, du sollst uns die Dinger aus dem Weg räumen. Ja, ich hab doch einen mit erwischt. Schieß die Teiljäger ab und mach den Weg frei für Lichtgeschwindigkeit. Ja, gut. Ich muss noch ein paar Punkte sammeln. Da wollte ich mal links abbiegen, das ging auch nicht. So, jetzt darf ich keinen mehr abschießen, ansonsten bin ich wahrscheinlich durch. Ah, ich habe den Warnjedi erreicht. Na dann schießen wir sie ab. Das Level eignet sich relativ gut, um Punkte zu farmen, habe ich den Eindruck. Gute Idee, Tobi. Finn, wir zerquetschen die Jäger. Hab ich auch gerade gedacht. Wow. Spannend. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, ich darf nicht mehr. Was glaubst du, wie dick diese Eiswand ist? Achtung, Eiswand. Achtung, Eiswand. Okay, gehen wir auf Lichtgeschwindigkeit. Ganz blöde Idee. Das hätte eigentlich normalerweise das Ende des Falkens sein sollen. Was machst du denn da? Lichtgeschwindigkeit stottern. Woher kannst du denn sowas? Hyperantrieb, nochmal!
springen wieder. Festhalten! Das Funken deiner Kontrollkonsole ist ganz normal. Wo sind wir jetzt? Ist doch egal. Und schon wieder hat er nichts bekommen. Seid mit mir. Seid mit mir. Seid mit mir. Die sind nicht mit mir. Oh. Oh. Ray, hab Geduld. Ich mache jetzt den Trainingsparcours. Wäre geduldig. So, fliegende Poesie. Alles klar. Ah, da fehlt jetzt zumindest noch einer von denen. Na ja, gut. Dann wollen wir doch mal Trainingsparcouren. Okay. I see. Capture the flag erreicht. Weiter so, Ray. Haben wir noch irgendwo eine Flagge übersehen? Kann das sein? Ja, da drüben. Ich sehe sie doch genau. Komm, spring hoch. Das habe ich nicht geschafft. Ah, 3 von 5. Wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl. Eine sehr begrenzte. Hat nicht so gut funktioniert. Also nochmal. Ich muss weitermachen. Jawohl. Der klassische Jedi-Parcours, das Lichtschwert irgendwo durchziehen. Weiter so, Ray. Und Flagge. Ach, das ist ein Trainingsdingsbot. Komm mit mir. Komm mit mir. Ray, der Falke ist zurück. Na, wo muss ich hin? Gib mir ein Zeichen. Da unten ist es. Sehr gut.
Ein Verräter bei der Ersten Ordnung hat uns eine Botschaft geschickt. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Er hat seine Rache geplant. Die größte Flotte, die Galaxis je gesehen hat. Versteckt in den unbekannten Regionen, auf einer Welt namens Exegol. Luke hat danach gesucht. Um dorthin zu gelangen, braucht man einen von diesen. Ein Sith-Wegfinder. Ich fange dort an, wo er die Spur verlor. In der verbotenen Wüste von Passana. Wir gehen gemeinsam. Chewie, geht der Kompressor wieder? Gut, dann auf nach Passana. Und dann mal los. Und im Hyperraum fliegt jeder für sich alleine. Kommt mir sehr stark bekannt vor. Erinnert mich ein bisschen was an Tatooine. Habe ich den Eindruck. Na gut, Wüstenplanet, Wüste. Wo ist schon der Unterschied? Halt. Das war das sehr weit geflogen. Das Aki-Aki-Fest der Ahnen. Die verbotene Wüste, eindeutig. Noch nie gesehen. Ich habe noch nie so wenig Wegfinder gesehen. Und was jetzt? Wir reden mit den Leuten. Vielleicht erfahren wir, was Luke hier gesucht hat. Wahrscheinlich den falschen Charakter, aber egal. Ja, falscher Charakter. Na komm. Mehr. Damit haben wir die 1200 Punkte schon geknackt. Das ist sehr gut. Aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen weitermachen. Gut. Luto Agania. Tia, Akasumona Tisitanga. Teisuna Gimba. Ray, diese Angeberin. Da.